Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play Graveyard Keeper. Ja, ein Spiel, das Ähnlichkeiten zu Stardew Valley hat, aber ganz in eine andere Richtung geht. Anstatt eine Farm bewirtschaften wir einen Friedhof und müssen zum Teil schräge Sachen bewältigen, durchziehen, wie auch immer. Ich bin nur mal kurz reingegangen, hab mir das erste Startsequenz angesehen und ja, hab gedacht, so, ich starte mal das Let's Play und erforsche das Erkundungsspiel miteinander. So, neues Spiel. Ja, dann wurden wir umgefahren, sind jetzt eigentlich tot, müssen jetzt einen Friedhof bewirtschaften. Bin gespannt. Okay, das ist anscheinend Inventar. Hier haben wir einen Lagerplatz, können wir schlafen. Schnell können wir es da nicht öffnen. Hier können wir kochen. Braucht alles anscheinend Energie auch. Hier ist nochmal ein Lagerplatz. Okay, können wir auch. Aha, okay. Benholz Arbeitszimmer nicht beendet. Okay. Luke ist geschlossen, weil sie möchte, dass wir zurzeit nicht darunter gehen. So, gehen wir mal raus. Okay, da muss wohl anscheinend Gary begraben. Das sieht nach unserem Hof jetzt aus hier. Anfertigen. Schleifstein, okay. Hier ist wieder eine Kiste. Mein Gott, wie viele Kisten haben wir hier? Was ist das hier? Okay, wir müssen anscheinend zuerst Gary ausgraben, eindeutig. F. Heiliger Saal, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge, ich erinnere mich. Oh, Saar, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du all meine Fragen beantworten würdest. Gut, gut. Aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saar sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht mehr wahr. Das ist einfach nicht wahr. Okay. Du bist der neue Friedhofswärter. Ja? Woran erinnere ich mich nochmals? Noch mal sehen. Ich erinnere mich an diesen Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von allem hier ergibt Sinn. Ich erinnere mich. Oh. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesen Tieren. Es kann gefährlich sein. Okay. Ein Esel.
Hanefische Leiche aus der Stadt. Oh, what? Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich für den kapitalistischen Schwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Die Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück in die Stadt. Ich werde diese Leiche los und bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Okay, sie hat Lebenspunkte. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Oh, was? Wozu? Ich glaube, wir sollten in Leichen haben. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Okay. Ich benutze E, um die schwere Gegenstände auszuheben, um fallen zu lassen. Okay. Sart, ich mag diesen Ort. Fühle mich ganz wie zu Hause. Oh Gott. Eine Gruft ist das hier. Leg gleich auf den Seziertisch. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappender Schädel bin, gedächtnisschwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Papa, Schädel lügt nie. Und mir... Und dann das Bier bringen. Okay. Oh Gott. Also. Hier rauf. So. Als ob sie. Fleisch. Ja. F. Okay, man muss drückt halten. Wir haben jetzt gerade Fleisch von der Leiche seziert. Wir lernen das Rezept Burger. Sandwich und gebratenes Fleisch. Aus was für Fleisch wohl diese Dinge hergestellt sind? Okay, das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Also was soll ich machen? Was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Nimm nur die Leiche, ich warte auf dem Friedhof auf dich. Da hinten. Oh, ich sehe schon. Einmal wird der Friedhof voll sein, ne? Bringen wir sie unter die Erde. Also benutze einen Plantisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit der Schaufel. Tag die Leiche oder was davon übrig ist, fuhr sie ins Grab, schaufel es wieder zu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternenform aus der Kreatur verwenden, okay. Also. Grabstätte. Dass wir weniger Platz sparen bauen könnten, ne? Da. Das ist sehr scharf, okay. Okay, dann die Leiche hier rein begraben und wieder zugraben. Errungenschaft, okay. Diese Bestattungskunde, ich erinnere mich an Geld, Alkohol. Alkohol, ich glaube, der mochte die Führer sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof, das ist dein Boss. Was, Bischof ist mein Boss? Oh Gott. Oh, ich weiß, frage ihn nach der Bestattungskunde, er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab, ich bin in der Leichenhalle. Und warte auf mein Bier. Oh, ich bin so müde. Warum? Warum muss ich nur jede Woche hierher kommen?
Keine Ahnung. Ich gehe mal. Tschüss. Nee. falsch. Falsch, falsch. Ah, Friedhofswerte, da bist du ja. Ich sag es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dir auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Okay, derzeitige Ort 4,5. Wichtige Informationen zum Ort, Qualität, Friedhof, Ansehen in der Kirche. Okay. Gräber, um Qualität wieder zu erhöhen. Multispezielle Ressourcen, okay. Das neue Technik erhalten, herrscht Holzmarkierung. Wenn die Qualität deinen Friedhof mindestens 5 erreicht hast, ist dir die Beförderung redlich verdient. Okay. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer. Ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Okay. Ich bin in allem gut, deswegen werde ich auch erwählt. Sein Wille zu repräsentieren. Haha. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwie hier in der Truhe aufbewahrt. Sollst du dir mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder und genau um zu sein, komme ich jeden. Ja, vielleicht höre ich mich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hierher? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil, eine alte Tradition. Ich weiß nicht, wie viel über alte Traditionen und Rituale. Ich weiß nicht viel. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Ha! Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ich bin nicht der. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich kann nicht auf in Ordnung bringen. Probier einfach alle Gräber. Ich brauche dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist dein Job. Okay. Ja. Wenn dir die Absurd setzt beim Rapieren des Krieges ausgehen, kannst du dir seine neue anfertigen. Ja, Tutorial. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Drücke Tab, um den Technologiebaum anzuzeigen. Oh Gott. Rote Punkte repräsentieren deine handwerkliche Schick und deine Fähigkeit mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisteswelt. Ach du Scheiße. Du hast Punkte ganz einfach, durch du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch dein Studium neue Gegenstände an einem Schweizer Tisch erhalten. Ach du Scheiße. Okay, wir haben gerade einiges freigeschaltet. Ottoba. Wait, bitte. Oh Gott. Ja, da müssen wir mal ein bisschen was tun. Okay. Gut, der Vorgang hat diese Kiste freigeschaltet. Was habe ich drin? Kann ich alles nehmen, ne? Mal kurz. Wie nehme ich das da? Ah, warte mal so. Ausrüsten. Also kriegen wir mal die Punkte hin. Okay, Tab. Okay, ich verstehe schon mal. Wir müssen noch ein Graf hier, warte mal. Du, Bad. Ich habe keinen anderen entschieden. Okay, ich sehe schon, wir werden müde, ne?
Wir haben über Stardew Valley, haben die Energie. Kriegen wir ja hier Geld eigentlich? Oder suchen. Die Königdienste sind verfügbar, sobald ich hier wieder geöffnet habe. Ach so. Technologie. Unklar, können wir mal wegmachen. Ein Schild? Was ist das Schild? Lesen. Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Oh oh. Bei Frauen bieten Inquisitor zu kontaktieren. Ein uralter Fluch. Ach, was ein Lache. Wahrscheinlich finde ich gleich noch was hier im Hintergrund. Falls ihr einen Hämmer oder so hört, wir haben hier eine Baustelle. Ich soll das Fenster schließen, ne? Warte, ich muss kurz das Fenster schließen, bin gleich wieder da. So, wieder da. Wie gesagt, wir haben eine Baustelle und dementsprechend. Oh, ich habe einen Pfeil. Heißt jetzt, ich soll ins Bett gehen. Das habe ich gerade verpasst irgendwie. Wahrscheinlich schon, ne? Wir gehen mal einen Pfeil nach. Ich sag, wir haben eine Baustelle und die haben wir jetzt gerade ziemlich da rum. Jetzt gehen wir in die Stadt. Moment. Für die Quest wäre das, ne? Wir gehen kurz mal schlafen. Boah, jetzt so viele Sachen noch. Ich habe keine Ahnung, was alles gut ist. Wir schlafen mal eine kurze Runde. Okay, wir können sie jederzeit aufwachen. Aber sie macht es, wenn hier der Balkon voll ist. Ich fühle mich so erfrischend. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Nachkömmling. Wow, ich bin hier schon. Wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam. Ich armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Was, schade? Warte. Nein. Im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben hier einen echten unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mich hierher geschickt. Du bist Jorik und er ist Gary lustig. Ach, der halbtote Schädel, dieser neidische Bastard. Ha! Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was ist das? Was sag ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen Typen in dem Grab, da rechts unter der. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sagen, seine Ergebnis. Was? Ich kann dir sagen, seine Erlaubnis geben. Er kann sogar, mein Gott. Da ich ihn geklaut habe. Was für ein Erlaubnis. Du bist ein Dummerchen. Um eine Leiche ausgraben brauchst du ein Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Okay, ich muss mal schauen jetzt. Ja gut, aber Karten. Jetzt werden wir natürlich hier ins. Wir gehen mal kurz ins Dorf. Jetzt. Wir schauen uns mal, ob wir die Taverne finden. Wo wir angeblich dieses Basiminus-Dokument da verkaufen können.
Ja, das war's dann wieder mal mit der heutigen Folge von Graveyard Keeper. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und vielleicht sogar ein Abo, wenn noch nicht passiert. Schaut noch gerne in die anderen Videos rein, die hier verlinkt sind, oder in ein anderes. Und sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.